Culinara Villingen-Schwenningen. Ein Einkaufserlebnis auf 3500 Quadratmetern. Bei uns finden Sie über 30.000 Artikel. Und nicht nur das. Wir tun alles dafür, dass sich die Kunden bei uns wohlfühlen. Alles frisch, alles lecker. Fisch, Fleisch, Wurst. In unserer Fleisch- und Wurstabteilung holen Sie sich die Frische und Qualität direkt in die eigene Küche. Culinara. Gutes Essen und Trinken aus erfahrener Hand. Informieren Sie sich auf www.culinara.com. Liebe Zuschauer von NQ-TV, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Bodycheck. Im Gespräch sind wir heute mit Konstantin Schmidt und Bernhard Keil. Herzlich willkommen. Bernhard, ihr seid jetzt seit wenigen Tagen zurück aus dem Trainingslager in Südtirol. Sag mal, wie hat es dir gefallen? Wie hat dir die Woche so gemundet? Also es war super mit der ganzen Mannschaft. Wir haben die ganze Woche waren wir zusammen, sind besser zusammengewachsen, haben uns besser kennengelernt. Es war ein bisschen anstrengend, aber hat viel Spaß gemacht und Erfolg hatten auch ein wenig bis aufs Finale und war super. Okay. Konstantin, ihr habt einige Spiele dort gehabt. Coach Meyer hat auch gesagt, dass ihr schon richtig gut miteinander gespielt habt, harmoniert habt und auch euch miteinander eingesetzt habt. Würdest du das unterstützen, diese These? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ein super Team beisammen und es funktioniert. Gut, Bernhard, du hast einige Stationen schon in deiner Karriere durchlaufen. Was würdest du sagen, wie haben dir die ersten Trainingswochen hier gefallen in Schwenningen und was im Besonderen? Ja, es war bisher super und hat Spaß gemacht. Und vor allem das mit Südtirol, mit dem Trainingslager, da wächst man halt als Mannschaft besser zusammen, weil man halt enger zusammensitzt. Und ja, bis jetzt war es super und ich denke, dass es auf jeden Fall gut wird. Ja. Konstantin, das ist dein erstes DEL-Jahr. Ich meine, Ravensburg, da hast du zweite Liga gespielt, auch sehr hoch, aber DEL ist nochmal eine andere Hausnummer. Bist du ein bisschen nervös? Ja, die ersten paar Tage, wenn man herkommt, ist man vielleicht ein bisschen nervös, aber ich bin gut aufgenommen worden, das ist kein Problem. Okay. Bernhard, eine ganz andere Frage. Wir wollen natürlich in Bodycheck auch mal ein bisschen was über die Spieler persönlich erfahren. Sag mal, was hast du so als Kind gesammelt und hast du heute noch irgendeine Sammelleidenschaft? Ach, als Kind habe ich einiges gesammelt. Ich habe Pokémon-Karten früher, das habe ich gesammelt, da war ich aber noch ganz klein. Dann natürlich Eishockey-Karten, was glaube ich jeder Eishockey-Spieler so macht. Und sonst, ja, früher, wenn ich immer ein Tor geschossen habe, habe ich immer die Pucks mitgenommen, bis meine Mom gesagt hat, jetzt soll ich sie dort lassen, weil es wird dann zu viel. Nee, Spaß. Aber ja, halt, was man als kleines Kind halt so sammelt, Spielkarten und lauter so ein Spann halt. Und heute gibt es da noch eine Sammelleidenschaft? Ja, Sonnenbrillen. Leicht süchtig nach Sonnenbrillen. Okay. Aber sonst eigentlich nichts. Was ist das aktuelle Modell? Oakley. Ah, okay. Mein Favorit. Sehr schön. Konstantin, Eishockey-Spieler gelten ja tendenziell als sehr taffe, harte Typen. Gibt es aber trotzdem irgendwas, wovor du Angst hast im Leben? Ja, ein paar Kleinigkeiten. Also ein bisschen Höhenangst. Ja, Achterbahn fahren, aber sonst. Aber auch nicht wirklich. Also ich setze mich trotzdem rein. Okay. Bernhard, jetzt stell dir vor, du hast einen freien Tag und du kannst dir wünschen, was du magst. Wie sieht der perfekte Tag für dich aus? Hotel Mama auf der Couch liegen und einfach genießen. Okay. Konstantin, ihr seid natürlich absolute Profisportler, nie am Feiern, aber solltest du doch mal in der Off-Season feiern. Wie machst du dich so nach einer Partynacht wieder fit? Das ist ziemlich einfach. Solange ich genug Schlaf kriege, geht's mir super. Okay. Bernhard, gibt es irgendwas, was dich sehr wütend machen kann? Ja, Beleidigungen im Allgemeinen gegen die Familie, das mache ich überhaupt nicht. Und sonst auf dem Eis, wenn halt einer von meine Mitspieler böse gefoult werden, dann werde ich auch mal schnell böse. Und was ist die beste Lösung gegen so einen Angriff? Ja, wenn es darauf ankommt, halt mal einen Gegner fertig machen. Oder... Ich denke, das spricht mal in Worten aus, ganz diplomatisch. Ja, ich werde ihm halt ein, zwei über die rüber geben und dann ist es okay. Konstantin, sag mal, welchen Promi, also du bist ja selber ein Promi sozusagen, aber welchen Promi würdest du gerne noch treffen? Das ist schwierig. Ich glaube, Didier Drogba. Ja, Bernhard, du kommst ja so ein bisschen aus dem Bayerischen, würde ich sagen. Hast du auch in vielen bayerischen Vereinen gespielt. Welche bayerischen Tugenden hältst du dir aufrecht? Also ich bleibe meiner Sprache treu. Weil mit dem, aber noch. Ja, es geht. Mit dem Schwäbischen, da ist jetzt nicht so meins. Aber was noch? Ja, ab und zu probiere ich irgendwas Bayerisches zu essen, selbst zu machen. Das gehört dazu, das braucht man ab und zu mal.
Also Schweinshaxe oder so? Na, nicht ganz so dicke, aber so einzelne Sachen. Und sonst eigentlich, ja, ich telefoniere viel mit daheim, dass sie die Sprache nicht verlernen. Okay, und Konstantin kommt eher aus der Schweiz, wie ich gehört habe. Bist du so ein richtiger Schokoladenfan? Komischerweise gar nicht. Oh, die Schweizer Schokolade ist so gut. Nee, für mich überhaupt nicht. Ich mag keine Schokolade. Wie sieht's mit Käsefondue aus? Das ist mein zweites Hassobjekt. Also ich kann mich erinnern, als Kind gab es ganz oft in den Restaurants, in der Eishalle, haben die da so Käsefondue-Tag gehabt. Und es zog dann aus dem Restaurant auf, bis aufs Eis, und ich musste mich echt zusammenreißen, dass es mir nicht hochkommt. Okay, und wie identifizierst du dich dann doch ein bisschen mit der Schweiz? Ich denke, ansonsten bin ich schon zur Hälfte Schweizer. Also ich kann auch Schweizerdeutsch, ich habe auch viele Schweizer Freunde. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Aber Käsefondue ist gar nicht meins und Schokolade im Allgemeinen geht so. Schön. Okay, das war's für heute hier mit Bernhard Keil und Konstantin Schmidt. Ich wünsche euch eine gute Saison. Und liebe NQTV-Zuschauer, das war's für heute hier aus der Helios Arena mit Bodycheck.